Jetzt ist die Fizia 21 Jahre alt aus Niederbayern. Herzlich willkommen und bitteschön. Da bist du wie bei der Oscarverleihung. Felicia, zu Ihrem Motiv gleich mehr, aber erstmal Frage an Sie. Wann hat es bei Ihnen angefangen mit der Begeisterung für die Landwirtschaft? War das schon von Kindesbein an oder erst ein bisschen später? Also ich war ja immer Freund und Freundin gehabt, den Hof daheim haben. Da spricht man natürlich immer nach, dann ist auch die Erdbeermaschine mit rum. Und später dann, wie ich meinen Freund kennengelernt habe, der hat jetzt auch Landwirtschaft. Und so ist jetzt das eigentlich kein alles. Zu Ihrem Motiv, Sie sind beim Johannisbeerenpflücken. Ja, genau. Wie war das? Wie war das Motiv? Wie war also das Shooting bei Ihnen? Gut, also wenn man selber tut, ist es natürlich ungewohnt. Man sitzt da irgendwo in einem Streiner, Busch, pflückt da seine Johannisbeeren und kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass es irgendwie gut ausschaut, wenn man sich da so brennt. Aber das ist echt gut geworden. Weil das Foto ja wirklich großartig ist, vielleicht noch eins. Darf man eigentlich, als wenn man dann selber abgebildet wird, ein bisschen mitreden bei der Auswahl oder macht es dann doch dann eher die Jungbauernschaft oder die Fotografen, die sagt, das Foto ist jetzt das Beste, was ich gerne haben möchte? Also man sagt schon und man gibt da seinen Kommentar dazu ab, dass man sagt, naja, okay, das ist vielleicht eher nicht so, wenn man nicht so überzeugen möchte, aber letztendlich wird das dann nicht von uns ausgewählt. Also aber auch bei Ihnen zufrieden mit dem Foto, schaut gut aus. Ja, auf alle Fälle. Man muss ihn nicht schauen, weil das schaut also richtig schön aus. Absolut, ist auch wirklich ein schönes Bild geworden für den Juli. Das ist die Katharina aus Schwaben, 20 Jahre alt und eben das Bayern Girl für den Monat August für den Jungbauernkalender 2018. Hier bitte auch mal. Katharina, bei Ihnen, damit wir Sie auch ein bisschen besser persönlich kennenlernen, bei Ihnen ganz spannend, Sie sind auf jeden Fall die nächste Hofübernehmerin zu Hause. Ja, genau, das stimmt. Ich habe einen großen Bruder, der ist Landmaschinenmechaniker und da ist es klar geregelt, ich für die Viecher und er für Maschinen. Jetzt weiß ja jeder von uns, da muss er sich bloß im Bekanntenkreis unterhalten, vielleicht kennt das aber auch aus der eigenen Familie. Berufswahl ist ja immer wirklich schwierig. Das macht man ja nicht so von heute auf morgen. War es bei Ihnen, war es immer schon klar, dass Sie in der Landwirtschaft bleiben wollen und den Hof auch übernehmen wollen? Oder hat es erst ein bisschen gebraucht? Na, eigentlich war das noch gar nicht klar. Eigentlich wollte ich in eine ganz andere Richtung gehen. Schon von klein auf in die Fußstapfen von meiner Mama treten, aber dann ist es auf einmal kommen, wie es kommen ist. Und doch die Landwirtschaft. Katharina, genau. Sie haben gerade schon gesagt, Ihr Bruder ist Landmaschinenmechaniker, Sie haben das Motiv August. Frage von uns, wir sind ja alle ein bisschen blöd und Laien und Deppen, was ist das für ein Gerät im Hintergrund? Das ist ein Kronen-Vierfachspader und ich habe da eine Fettpresse in der Hand und ich schmiere das Gerät gerade ab. Und mit dem macht man normalerweise also Heuwänden auf dem Feld draußen? Nein, man macht die Maden, dass man es dann mit heimnehmen kann. Blöde Frage, meine, man muss sich heute nicht auskennen in der Landwirtschaft. Das ist nicht. Was bei Ihnen ganz interessant ist, vielleicht haben Sie es auch von Ihrem Bruder geerbt, Sie haben selber ein bisschen eine Leidenschaft für Motoren und Autos und Motorräder, aber selber auch Motorradfahrerin. Ja, genau. Also das hat mich schon immer interessiert und es hat schon immer so ein bisschen gebietet. Irgendwann macht man halt einmal den Schritt und kauft sich ein Motorrad. Und wer bei Ihnen zu Hause sammelt die ganzen Oldtimer, die Sie angeblich auf dem Hof mit rumstehen? Das macht alles der Papa und der Bruder und dann sammelt sie da eins nach dem anderen an. Aber wenn man irgendwie der Vergaser eingestellt werden müsste, jetzt haben Sie da die Fettpresse gehabt, das könnten Sie vielleicht auch. Könnt ihr ja, wenn man es verzorgt, aber naja. Muss ja nicht sein. Ja, aber ich glaube, eine moderne Landfrau, moderne Bäuerin oder Frau, die können ja eigentlich alles, wenn man ihnen das zeigt, dann glaube ich, da haben sie ein paar Minuten, dann können sie sich auch selber helfen. Ja, also müssen wir auch selbstständig, weil das Spaß macht, ganz unterschiedlich und gleich mit zusammenzuarbeiten. Ja. Also.